Ja, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zum ultimativen Pokémon-Quiz, die Lösungen. Ja, viele haben bestimmt darauf gewartet, die offiziellen Lösungen des Quizzes zu sehen. Und die bekommt ihr nun in diesem Video hier zu sehen. Fangen wir doch einfach damit an, um es kurz zu halten. Na, die Antwort zu Frage 1 sollte wohl kein Problem sein, wie viele Schritte denn nun ein Superschutz wirkt. Es sind exakt 200 Schritte, im Gegensatz zum normalen Schutz also exakt doppelt so viele. Wer Frage 2 nicht beantworten kann, dann muss ich ehrlich gestehen, der ist kein Pokémon-Fan, denn diese Antwort ist eindeutig klar, nämlich Pikachu ist natürlich die Nummer 25 im Nationaldex. Auch die Antwort auf Frage 3 sollte relativ gängig sein, denn fast jeder Mythos hat irgendwie mit dieser Stadt zu tun. Es ist nämlich die legendäre Stadt Lavandia, natürlich. Frage 4 ist eine von den Fragen, die bei den ersten Fragen schon ein bisschen kniffliger sind, denn jeder kennt den Taucher in Smaragd, Rubin und Saphir, aber es gibt noch ein zweites Mal den Taucher, nämlich im Pokémon Schwarz und Weiß 2, und das bedeutet, in zwei Generationen gibt es diese VM-Taucher. Frage 5, ob die Attacke Mimikry in der ersten Pokémon-Generation existiert. Ja, diese Attacke gibt es tatsächlich in der ersten Pokémon-Generation. Man bekommt sie von der Nachahmerin, wenn man ihr eine Poképuppe vom Kaufhaus in Prismania City mitbringt. Auch Frage 6 sollte nicht unbedingt allzu schwer gewesen sein, denn Giovanni ist der Boss von Team Rocket und zugleich der Arenaleiter von Vitania City, und damit ist Giovanni die richtige Lösung dieser Frage. Es gibt exakt zwei Items, die einen solch hohen Wert tatsächlich im Umlauf haben, im Pokémon-Game selbst, bei dieser Frage. Zum einen das Fahrrad, das mit 1 Million Poké-Dollar gehandelt wird, und die sogenannte Phlegmon-Route, die ebenfalls mit 1 Million Poké-Dollar gehandelt wird. Da aber das Item keinerlei Nutzen hat, ist die richtige Antwort von dieser Frage die Phlegmon-Route. Kann man sich auch in der zweiten Generation noch kaufen, wurde aber in Hard Gold und Soul Silver nicht mehr eingefügt. Bei Frage 8 gibt es nur einen einzigen Ninja, den es überhaupt im Pokémon-Game gibt, der es so bekannt ist, dass er zugleich Arenaleiter und in der Top 4 war, nämlich der liebe Koga natürlich. Im zweiten Pokémon-Film erfährt man die Frage für diese Antwort hier, nämlich den Vornamen von Professor Eich, und er lautet Samuel. Ja, das ist eine ziemlich ungewöhnliche Frage, denn eine Attacke vom Typ Geist, mit der ein Pokémon drei Typen besitzen kann, ja, das gibt's nicht allzu häufig, und es gibt ein einziges Pokémon, das diese Attacke erlernen kann, und die nennt sich Halloween. Wow, richtig gruselig, aber so richtig Halloween ist es dann doch nicht. Ein Déjà-vu solltet ihr bei Frage 11 erlebt haben, denn Mimikry kam bereits bei Frage 5 vor, und jetzt wird gefragt, wie viele Pokémon die Attacke per Levelanstieg in der ersten Generation lernen können. Und da das eine Fun-Frage ist, ist die Antwort 0. Es können keine Pokémon Mimikry in der ersten Generation lernen, obwohl die Attacke in der ersten Generation selbst existiert hat. Das gibt es auch nicht allzu häufig. Ab Frage 12 stieg dann schon der Schwierigkeitsgrad dramatisch an. Also normalerweise berechnet man damit, dass die Basiswertsumme von allen Pokémon die niedrigste wirklich bei Karpador liegt. Also allgemein das schwächste Pokémon, was man sich so vorstellen kann. Aber die Frage ist ja die Basiswertsumme die niedrigste allgemein, und das ist wirklich Sonnenkern. Kein Mensch glaubt, dass es Sonnenkern ist, es ist aber tatsächlich so. Sonnenkern hat die niedrigste Basiswertsumme aller bisher veröffentlichten Pokémon. Unglaublich. Ich hätte es auch am Anfang nicht gewusst. Um Frage 13 zu wissen, müsst ihr die dritte und die fünfte Generation gespielt haben, denn erst entwickelte sich das Pokémon namens Barschwar mit einem Wettbewerb und damit per Schönheit und dann per Tausch mit dem Item Schönschuppe ab der fünften Generation.
Diejenigen, die meinen Wochenspecials verfolgt haben sollten, haben bei Frage 14 eindeutig einen Vorteil gehabt, denn ich habe die Shinjo-Ruinen in einem großen Wochenspecial bereits erwähnt gehabt und damit hattet ihr definitiv einen Vorteil, wenn ihr meine Videos gesehen habt. Ansonsten war die Frage relativ knifflig gewesen. Na, bei Frage 15 könnte man durchaus ins Straucheln kommen, denn das Mega-Pokémon mit der höchsten Basiswertsumme ist Mewtwo, ein legendäres Pokémon natürlich und lange auch das Pokémon mit der höchsten Basiswertsumme in der ersten und zweiten Generation, jedoch danach abgelöst von anderen Pokémon und so kommt Mewtwo mit der neuesten Generation wieder an die Spitze der Pokémon mit der höchsten Basiswertsumme. Es gibt nur eine einzige Stadt, die wirklich darauf zutrifft, also wirklich eine Stadt ist, die eigentlich keine Stadt ist, so lustig es klingen mag, und das ist Prachpolis City. City steht ja für Stadt im Deutschen und Prachpolis City besteht aus zwei Gebäuden, nämlich der Pokémon-Liga und einem hübschen Pokémon-Center. Ansonsten gibt es da viele Blumen, aber eine Stadt ist das nicht wirklich. Um Frage 17 zu beantworten, müsstet ihr entweder die zweite oder die vierte Generation gespielt haben. Und da ist die Antwort ein Mondball. Mit Mondball fänden man Pokémon, die sich mit Mondstein entwickeln, besser. Eigentlich ganz logisch, aber nicht unbedingt weiß jeder, dass ein solcher Ball existiert. Ihr wollt wissen, welche die schwerste Frage in diesem ganzen Quiz war? Dann schaut euch Frage 18 an. Welchen Ort könnte man als Exklave der zweiten Generation bezeichnen? Ich habe lange überlegt, ob ich diese Frage tatsächlich in dem Quiz dran nehmen soll. Und ja, ich habe mich dann letztendlich doch dafür entschieden. Und die Antwort auf diese Frage lautet Silberberg mit der Begründung, dass der Silberberg nur durch Kanto erreichbar ist. Durch Johto könnt ihr den Silberberg nicht erreichen, obwohl er selbst in Johto liegt. Na, hättet ihr gewusst, welche Schlüssel sowohl in der ersten als auch in der vierten Pokémon-Generation existiert, aber zwei verschiedene Türen öffnet? Es ist der sogenannte Fragezeichen-Öffner. Yay, wer hätte es nicht gedacht? Nein, ich jedenfalls nicht. Um es kurz zu halten, die Antwort dieser Frage hier ist nicht Verzweifler. Begründung ganz einfach. Verzweifler hatte in der ersten Generation eine AP von 10. Theoretisch gesehen hätte es natürlich ein Pokémon lernen können und damit konnte man eine AP Plus auf die Attacke Verzweifler einsetzen. Banal ist aber tatsächlich so. Aber es gibt wirklich eine Attacke, die bis zu heutzutage mit keinem AP Plus hochgepusht werden kann und das ist der sogenannte Nachahmer. Den kann Farbigel erlernen und kann damit eine Attacke kopieren und diese für eine Ewigkeit behalten. Eine echt coole Fähigkeit von Farbigel. Mann, das waren aber viele Fragen, die ich euch jetzt hier beantwortet hatte. Jedoch, hier noch einmal, die Wochenspecials sind komplett im Überblick. Vielen Dank für die große Resonanz beim ultimativen Pokémon-Quiz und damit war es nicht das letzte Mal. Hier noch einmal, die Wochenspecials im komplett Überblick. Ja, meine Damen und Herren, vielen Dank erstmal für das Zusehen bei diesem Wochenspecial. Ihr seht nun die letzten 22 Wochenspecials, die aufgenommen worden sind. Wenn ihr ein Wochenspecial erneut sehen wollt, einfach auf das jeweilige Symbol klicken und schon seid ihr beim jeweiligen Wochenspecial-Video angelangt. Vielen Dank fürs Zusehen und wenn euch dieses Video natürlich gefallen hat, ganz wichtig, liken und favorisieren, sodass eure Freunde dies ebenfalls sehen. Hier an der Stelle sage ich ein recht herzliches Dankeschön und bis zum nächsten Wochenspecial hier auf meinem Kanal.